Ja, da hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, die schon Erfahrung mit unseren Mitteln hat, aber irgendwie mit dem Ritual nicht weiterkam. Erzählte mir, dass sie eine Eierstockzyste hatte und hat vor kurzem eine Diagnose bekommen, eine Leukämie. Leukämie ist eine autoaggressive Erkrankung, wo der Körper anfängt, gegen seinen Besitzer zu arbeiten. Also wenn ein Mensch gegen sich selbst Krieg führt, geht es meistens über eine Autoimmunerkrankheit. Und die Leukämie ist ein Klassiker davon. Es gibt so ca. 100 verschiedene Formen von Autoimmunerkrankungen, aber Leukämie ist, glaube ich, das weit verbreiteste Phänomen. Ja, und wie gesagt, über Rituale kam sie nicht weiter und hat mich gebeten, da nochmal zu schauen mit ihr. Und sie erzählte mir dann, dass sie ein sehr unschönes Verhältnis zur Mama hatte. Erzählte mir heute, dass die Mama ihrer Mama während der Geburt gestorben ist. Und okay. Das heißt also, diese Mama, ihre Mama, ist eigentlich ohne Mama groß geworden. Und wenn eine Mama ohne Mama groß wird, dann wird diese Mutter nicht wirklich Mama werden können, weil ihr all das fehlt, was eine Mama einer Tochter weitergeben kann. Und wenn das nicht irgendwie kompensiert oder auf eine andere Art und Weise geklärt werden kann, dann wird das ein Leben lang wirken, dieses Mangelbewusstsein. Wie auch immer, ich habe sie dann da mal hineinspüren lassen, weil diese Eierstockzyste, die war zwar nicht mehr da, aber ich habe ihr diesen Raum nochmal vorgegeben und dann fand sie dann dort etwas, was aussah wie ein Mensch. Na, dann, wer wird das sein? Bin ich das? Nee, du nicht, aber jemand anders. Und dann wurde ja schlagartig klar, dass nicht nur sie angetreten ist, sondern eine Schwester von sich. Und wir kamen im Nachgang darauf, dass die Oma, also die Mama ihrer Mama, sich über diese Eierstockzyste nochmal abbildete. Man nennt das in der Philosophie Koinzidenz, also zeitgleich Dinge passieren, die dann auf einen bestimmten Knotenpunkt hinauslaufen. Dann hast du dann meistens Ereignisse, wie ein solches gerade genannte. Und dann habe ich sie da reinspüren lassen und dann fing sie an zu vibrieren und habe dann ritualmäßig vorsprechen dürfen, danke, dass sie sich gezeigt hat. Und dann hat sie dann diese Schwester anerkannt, weil sie glaubte, dass sie die schon verabschiedet hat. Aber dem war nicht so. Mit geschlossenem Auge merkt sie überhaupt nicht, ich habe sie immer noch. Und dann habe ich sie fragen lassen und habe sie gefragt, was passiert denn, wenn du deine Schwester loslässt? Dann kam spontan, da bin ich allein. Und das ist meistens der Punkt, wo die meisten Menschen aussteigen. In der Gewissheit oder in dem Gefühl, völlig allein zu sein, kneifen die meisten. Obwohl das ist die Voraussetzung, beide zu werden. Wer sich in seinem Alleinsein nicht aushält, zumindest eine gewisse Zeit, der wird immer mit Anhaftung zu tun haben. Das heißt, der kann nicht loslassen. Aber das Loslassen ist eine wichtigste Übung überhaupt, um einfach die Sachen, die ich krankhaft festhalte, weiterzugeben. Denn loslassen bedeutet, ich gebe frei und dann habe ich wieder zwei freie Hände, mit denen ich mich dann neu auseinandersetzen kann. Und über das Ritual habe ich sie dann nochmal an die Schwester geführt, wo ihr dann klar wurde, ist auch die Oma, und dann wurde es dann leichter. Diese Loslassrituale beinhalten immer zwei wichtige Kernpunkte. Einmal, wenn du weißt, dass da jemand ist, der gegangen ist, dann ist es wichtig, dass du dich bei diesen Menschen bedankst, auch wenn es nur eine kurze Zeit war. Und diese kurze Zeit ist ja verinnerlicht und die gilt es zu benennen und sagen, ich danke dir, dass du da gewesen bist. Ich hätte dich gerne länger kennengelernt, aber es sollte offenbar nicht sein. Und dann laufen auch schon die Augen feucht, aber das ist wie so solche Masche schon dabei. Aber es ist wichtig, es auszusprechen. Und in dem Moment, als sie dann das aussprach, fingen auch die Augen an, feucht zu werden. Da war klar, jetzt ist sie eben nicht mehr in der Birne. Jetzt denkt sie das nicht, was sie sagt, sondern sie fühlt das, was sie sagt. Und das kann ich euch nur in die Hand geben. Glaubt nie, was ihr denkt, sondern glaubt nur, was ihr fühlt. Und wenn ihr dann voll auf der Herzebene unterwegs seid, dann könnt ihr davon ausgehen, jetzt bin ich auf der richtigen Spur. Denn alle anderen Spuren führen nirgendwo hin. Ihr müsst fühlen, was ihr da sagt. Und wenn das nicht gefühlt ist, hat das keinen
so gut wie keinen Wert. Oder der Wert strebt dann vom Wert her gegen Null, weil es einfach konstruiert ist. Der Mensch hat das Bedürfnis, die Dinge so zu konstruieren, so zurechtzulegen, dass sie dann irgendwie stimmen, damit sie mich immer über Wasser halten. Aber es hält euch nur kurzfristig über Wasser. Ihr werdet genauso absaufen wie vorher auch. Es ist wichtig, sich fallen zu lassen, sich gehen zu lassen, es loszulassen, um einfach am eigenen Grunde anzukommen. Und das ist dann, wenn das Ritual passiert. Und nach dem Ritual habe ich sie gefragt, wie fühlst du dich? Ja, jetzt fühle ich mich befreit, also leichter, weil sie das mit sich umgeschleppt hat. Hat also viele Jahrzehnte gebraucht, um überhaupt ihre Körperphänomene zu beschreiben, zu erklären. Und jetzt mit der Leukämie war auch klar, ich habe mich gegen das gewehrt, was ich nie sehen wollte in mir. Ja, es passt irgendwie nicht zu ihrem Gesamtbild, aber es wurde dann klar, dass das zwei Dinge sind, die sie daran gehindert haben, selbst sichtbar zu werden. Und jetzt, wo Oma und Zwillingsschwester gegangen sind, ist plötzlich Raum und Zeit für das eigene. Das habe ich dann auch nochmal sagen lassen, dass sie diesen befreiten Raum jetzt mit sich selbst füllt und erfüllt. Und dann fing sie dann an, also mit, so, sie wuchs richtig vor der Kamera, also hat das per Zoom gemacht mit mir. Und dann fühlte sich das wieder rund und angenehm an. Zwar erstmal noch ein bisschen, ich kann es kaum glauben, aber es ist dann ganz logisch, wenn man diesen Ding letzten Endes auf der Spur bleibt, dann kann auch der Verstand damit. Weil das ist eine logische Folge von einer Entwicklung, für die du kein Hokuspokus, eine Erklärung brauchst. Du brauchst keine Esoterik zu bemühen oder kein fadenscheiniges Zeug, sondern lässt sich als eine Aneinanderreihung von Kettenereignissen betrachten, die schlussendlich dann dort münden, wo sie dann stand. Dieses Mutterthema, wenn eine Frau Mutter wird, dann ist sie erstmal formell Mama. Entscheidend ist, dass sie das auch emotionell wird. Das heißt, es braucht eine zwingende Herzverbindung zum Kind. In dem Bewusstsein, dass dieses Kind nichts anderes ist als das ich selbst. Dieses Kind zeigt mir was über mich. Deswegen sind alle Kinder Zeiger. Die zeigen was über die Mama. Das wollen die meisten Mütter zwar nicht hören, aber es ist so. Wenn nur die Frauen Leben stiften können, dann bringen sie das auf die Welt, was sie jetzt unmittelbar betrifft, was jetzt dran ist. Dafür sind die Kinder da. Deswegen kommen die Kinder durch die Mütter und nicht von den Müttern. Und ja, Muttersein ist eben etwas sehr Spezielles. Kannst du nur werden, wenn du ein Gefühl dafür hast, was Muttersein bedeutet. Ja, also sich den Dingen hinzugeben, Dinge zu geben, ohne was zu erwarten und Liebe ohne Bedingungen zu knüpfen. Sondern einfach sagen, ja, ich bin jetzt vollständig für dich da. Und wenn das nicht gewährleistet ist, das haben wir in diesem Beispiel gesehen, wenn die Mutter dann stirbt während der Geburt, dann hast du als Säugling ein Problem. Ja, und da kann ich nur jeden, der auch nur ansatzweise da was spürt, was in sich, lässt er schon einen Mangel vermuten. Und wenn jemand diesen Mangel spürt, dann kann ich ihm nur raten, über Materkomplex mal diese eigene Lücke zu fühlen und sie dann mit sich selbst zu füllen. Für weitere Einblicke in mein Wirken als Alchemist und die Philosophie dahinter lade ich dich ein, jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat entweder beim Themen- oder beim Fragen-Antwort-Art dabei zu sein. Alle Termine, auch die Aufzeichnung, findest du auf meinem Telegram-Kanal.